das macht Spaß. Aber richtig Ärger. Leute, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Mein 10-jähriges Camp-Wiedersehenstreffen steht kurz bevor. Was ist das für ein Camp? Ein Fett-Camp? ja. Das ist nicht lustig. Das Fett-Camp war das mit Abstand traurigste, düsterste Kapitel in dem tragischen Kochbuch, das mein Leben darstellt. Sogar im Fett-Camp habe ich einfach nicht dazu gepasst. Ich war nicht fett genug. Und dann, eines Tages, hat mich das coolste und fetteste Mädchen im Camp angesprochen. Sie hat mich tatsächlich angesprochen. Du bist doch tot, oder? Ja. Du scheinst ziemlich cool zu sein, also haben wir uns gedacht, wir könnten dir Hoffnungen machen, indem wir dich an unseren Tisch einladen, dir deine Unterhose langziehen und dich damit vor allen bis aufs Äußerste blamieren. Was hältst du davon? Ganz ehrlich, du meinst mich? Oh, das wäre wirklich wunderbar. Niemand hätte voraussehen können, was als nächstes geschah. Ich musste ganz schnell ins Krankenhaus, aber als ich dort ankam, war es bereits zu spät. Es gibt nichts, was wir noch tun können. Wir müssen sofort amputieren. Oh mein Gott! Und sofern ich diese Erinnerung jetzt nicht mit dem Tom Cruise-Film verwechsle, bin ich geschändet zum Camp zurückgekehrt. Babymörderin! Ich bin in diesem Sommer im Fettcamp zwar nicht gestorben, aber an manchen Tagen wünschte ich, ich wär's. Also wer von euch wäre so nett und würde mit mir zu dem Treffen gehen und so tun, als wäre mein Ehemann / erfolgreicher Arzt? Nein. Oh. Verstehe, so geht ihr also mit einem Veteranen um. Mein Leben ist ein Haufen Müll. Keiner von den anderen wollte mit mir zu meinem Treffen gehen, weil ich einfach zu fett bin. Ich war so bestürzt, dass ich mich im Dachboden eingesperrt und mit Zuckerwatte vollgefressen habe. Aber dann entdeckte ich etwas. Wow, ein Buch mit Cheatcodes, die eine Videospielfigur dazu bringen können, einfach alles zu tun, egal was. Wie zum Beispiel den Supersprung. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, zweimal Viereck, Dreieck, Start. Oh, hi, Toot. Wow. Oder Supersprung mit riesigem Kopf. Oh, hey, was läuft, Toot? Oder neugeborener Sender macht den Supersprung und hat eine weiche Stelle oben am Kopf. Oder wie wäre es mit... begleitende fette Kuh zu ihrem Camp-Wiedersehenstreffen mit Supersprung. Milady, es wäre mir eine Ehre, euch zu eurem Camp-Wiedersehenstreffen zu begleiten. Was ist denn das für ein Camp? Ein Fett-Camp? Oh, schon gut. Wirklich eine Menge Erinnerungen wach, zum Beispiel an das eine Mal, als ich diesen Pokal gewonnen habe. Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das mal nicht Toot Brownstein ist. Oh, Toot! Ah, da bist du ja, Liebling. Gelee Donut Weiber, darf ich euch meinen Ehemann vorstellen? Dr. Xander. Du hast dir ein Einzelkind angelacht? Das ist verfickt nochmal nicht wahr. Da ist sie ja, meine über alles geliebte Ehefrau. Ich kann's nicht fassen. Diese Toot führt doch was im Schilde und nichts wird mich davon abhalten, rauszufinden, was das ist. Krümel! Hey, hey, hey! Das Abendessen ist jetzt serviert. Oh, Xander, du hast deinen schrecklichen Albtraum in ein wunderschönes Märchen verwandelt, wie eine Schüssel Schokopudding in einer Salatbar. Ich weiß nicht, warum ich mich entschlossen habe, hierher zu kommen, aber ich bin froh, dass ich's getan habe. Oh, da hängt ein kleines Stückchen Ziege an deiner Backe. Ist es weg? Lass mich das machen. So, jetzt ist alles perfekt. Die
Legende von Xander. Cheatbuch. Oh, ich wusste es! Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Es ist an der Zeit, den diesjährigen König und seine Königin Fatty zu krönen. Und die Gewinner sind Xander und Toot. Ich kröne euch zu König und Königin Fatty McFatFat. Hä? Oh nein! Oh. Liebling, stimmt irgendwas nicht? Verehrte Mitesser, bevor ihr euch vor eurem König und eurer Königin verbeugt, solltet ihr Folgendes wissen. Sie hat diesen Bilderbuch-Ehemann-erfolgreichen Arzt mit diesem Cheatbuch kontrolliert. Jetzt passt mal auf! Soll das in einem Videospiel nützlich sein? Oh, Toot, wie konntest du mich bloß so manipulieren? Ich dachte, du wärst meine Freundin, meine fette Freundin. Xander, nein! Warte! Bitte, bitte sei mir nicht böse. Ich habe mich noch nie so ausgenutzt gefühlt. Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin das Letzte. Ich habe ein Cheatbuch gebraucht, um jemanden dazu zu bringen, mich zum Fatcamp zu begleiten. Ich bin Abschaum. Niemand liebt mich. Naja, also das stimmt doch so nicht ganz, Toot. Jesus liebt dich mit Sicherheit ein bisschen. Oh, und was ist mit unserem Kuss auf der Tanzfläche? Ach, das war doch auch nur ein Cheat aus dem Buch. Aber Toot, da hattest du das Cheatbuch noch gar nicht. Oh mein Gott, du hast recht. Also, findest du mich tatsächlich irgendwie attraktiv? Ja, glaube ich zumindest. Ehrlich? Und naja, du würdest sie noch wirklich in mich reinstecken? Ja, glaube ich zumindest. Oh, du schnuckliger Xander. Beweise es!